So, wofür steht der Bambi? Natürlich dafür, dass die Stars hierher kommen. Und der, der jetzt kommt, der ist kein Star, der ist ein Superstar. Und ich habe ihn letzte Woche in London getroffen. Er hat nämlich ein Konzert aufgezeichnet im legendären Londoner Palladium. Und zwar ist es nicht irgendein Konzert, sondern ein Swing-Konzert. Es heißt Swings Both Ways. Was ein bisschen klingt wie freie Liebe am FKK-Strand, ist eigentlich Swing vom Feinsten. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute hier ist. Hier ist Robbie Williams! Yes. Guten Abend. I love good music. Ich liebe gute Musik. Ich liebe schöne Frauen. Und ich liebe Fußball. Wenn ich mich zwischen diesen dreien entscheiden müsste, zwischen Fußball und Frauen, dann würde der Fußball sicher gewinnen. Weil ich die Menschen bewundere, die ihr Leben, ihre Leidenschaft, ihre ganze Energie diesem Sport widmen. Ein Mann, für den das ganz besonders gilt, bekommt heute einen Bambi. Und überreicht wird der von jemandem, der mindestens genauso fußballverrückt ist wie ich. Leider trainiert er eine deutsche und keine englische Mannschaft. Meine Damen und Herren, der Trainer des erfolgreichsten Fußballteams der Welt, Bayern Münchens Coach Pep Guardiola. Meine Damen und Herren, ich bin stolz, mit der besten Mannschaft Europas arbeiten zu dürfen. Und ich danke dem Mann, der das Team dazu gemacht hat. Mein großartiger Kollege Jupp Heynckes. Jupp. In Deutschland bist du eine Legende, aber auch bei uns in Spanien, in Katalanien, kennt dich jedes Kind. Für mich persönlich bist du ein großes Vorbild. Fachlich, aber auch menschlich. Denn du bist immer für dein Team da, auch wenn es mal nicht optimal läuft. Etwa 2012, als München dreimal Zweiter wurde. Für andere wäre das ein Riesenerfolg, aber für Bayern war es enttäuschend. Du hast das Team wieder aufgebaut, mit Erfahrung, Mut und Herz. Du wurdest dafür mit dem Triple belohnt. Es ist dein Triple. Du hast mir ein perfektes Team übergeben. Das kann ich nicht toppen. Die Ehre Jupp Heynckes ist einzigartig und bleibt für immer ein Highlight in der Geschichte des Fußballs. Der FC Bayern verdankt dir viele Pokale. Die heutige Trophäe ist kein allein für dich. Emotionen, Jubel, Begeisterung und einer, der alles überstrahlt. Jupp Heynckes. Was meiner Sicht ganz wichtig ist, dass Sie Ihren Beruf lieben, dass Sie mit Leidenschaft bei der Sache sind. Als Spieler herausragend in 50 Jahren Bundesliga. Er gehört zu den mindestens 3 bis 5 besten Stürmer, die Deutschland je gehabt hat. Als Trainer einer der erfolgreichsten der Welt. Jupp Heynckes hat unser Supervertrauen. Im Rekordtempo zur deutschen Meisterschaft. Müller, 1-0, da ist es passiert. Sein letztes Ligaspiel ausgerechnet in Mönchengladbach, wo alles begann. Ich möchte mich wirklich sehr herzlich bedanken bei den Borussen-Fans.
Ja, das zeigt mir, dass das meine Heimat ist. Überlegener Pokalsieger. Robben, auf Lahm, wieder zur Mitte und das Mario Gomez. Man darf sich nie zufrieden geben. Man muss immer noch eine Schippe drauflegen. Und in der magischen Nacht von Wembley. Champion in der Königsklasse. Mit dem ersten Triple einer deutschen Mannschaft macht er Bayern München zu Europas Nummer 1. Super Bayern, Super Bayern! Hey, hey, hey! Und sich zur Legende. Von seinen Spielern gefeiert, von seinen Fans verehrt. Danke an Deutschlands Trainer des Jahres. Danke, Jupp Heynckes. Bambi 2013 in der Kategorie Sport für Jupp Heynckes. Ja, meine Damen und Herren, zuerst möchte ich sagen, dass ich tief beeindruckt bin von den Worten von Pep Guardiola. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er heute hier ist, dass er die Laudatio auf mich hält. Und muss sagen, dass er das, was wir im letzten Jahr mit dem FC Bayern geschafft haben, das hat er ja schon vor einigen Jahren mit dem FC Barcelona fertiggebracht. Und er hat ja auch zu dieser Zeit mit seiner Mannschaft den besten Fußball der Welt gespielt. Ja. Ja, ich möchte den Bambi möchte ich stellvertretend für meine wunderbare Mannschaft entgegennehmen, die, wie gesagt, im letzten Jahr Historisches geleistet hat mit dem Triple. Es gibt Augenblicke, Momente im Leben, die vieles verändern. Und das war das Champions League-Endspiel 2012 in München, in der Allianz Arena gegen Chelsea, was wir eigentlich 119 Minuten dominiert haben, beherrscht haben und trotzdem im Elfmeterschießen verloren haben. Ich habe in meiner gesamten Laufbahn habe ich noch nie so leere, so enttäuschte, so deprimierte Gesichter gesehen wie meine Spieler. Und muss sagen, dass das für mich das Schlüsselerlebnis war, dass wir im letzten Jahr solch eine überragende Saison gespielt haben. Weil die Spieler sind zur Europameisterschaft gefahren nach dem Endspiel. Dann sind sie in den Urlaub gegangen. Wir im Club, die Sportverantwortlichen haben sich zusammengesetzt. Wir haben reflektiert, wir haben die Saison analysiert, wir haben überlegt, was können wir verändern, was können wir optimieren, was können wir verbessern und haben dann, glaube ich, die entscheidenden Weichen gestellt für die letzte Saison, dass wir den Spielerkader optimiert haben, dass wir 6 Top-Spieler verpflichtet haben und somit eben einen breiteren Spielerkader hatten, wo wir dann über die ganze Saison auf einem ganz hohen Niveau haben spielen können. Ich muss hier nochmal ausdrücklich betonen, dass ich eine Mannschaft geführt habe, die wunderbar war, die zwischenmenschlich sich hervorragend verstanden hat. Wenn wir zum Beispiel morgens zur Säbener Straße zum Frühstück kamen und wie die Spieler sich begrüßt haben, umarmt haben und wie sie
zusammen kommuniziert haben. Das zeigt mir, dass heute der Erfolg nicht nur über die professionelle Schiene geht, sondern dass das Zwischenmenschliche, dass die Empathie, dass das Vertrauen, dass der gegenseitige Respekt ganz wesentlich und wichtig ist, besonders sicher in einer Fußballmannschaft, wo es eigentlich nur große Spieler gibt, Stars in Anführung, weil meine Spieler waren meines Erachtens keine Stars, sondern sie waren großartige Könner und wunderbare Menschen. Und deswegen denke ich, haben wir auch 2013 eine Saison gespielt, wo wir quasi den besten Fußball Europas gespielt haben, der ganzen Welt, weil wenn man Spiele absolviert wie in Turin, wie zu Hause gegen Barcelona, in Barcelona, dann ist das ein Indiz dafür, dass das ganz großes Kino ist, großer Fußball, und muss sagen, dass ich dankbar war, dass ich diese Mannschaft habe betreut haben können und dass ich ganz ehrlich sagen muss, es ist ein Privileg, Trainer des FC Bayern München zu sein, und es war ein Privileg, diese Mannschaft zu betreuen. Ich muss sagen, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich für den Bambi vorgeschlagen bin und meine Frau mir die Nachricht überreicht hat, dann hat sie gesagt, aber das machst du aber, weil sie weiß, dass ich nicht so sehr für die Auszeichnungen und Ehrungen bin. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist für mich persönlich eine große Ehre, hier den Bambi entgegenzunehmen, und freue mich auch wahnsinnig. Nur noch eine kleine Randbemerkung. Die Bambi-Verleihung hat eine riesige Tradition. Ist in In- und Ausland bekannt, beliebt, und muss sagen, dass das auch bei mir zu Hause im Elternhaus war. Meine Mutter hat einmal im Jahr hat sie ihr Sonntagskleid angezogen. So war das früher. Da hatte man noch Sonntagskleid. Dann saß sie vorm Fernseher, hat Bambi-Verleihung geschaut und ganz konzentriert. Und ich muss sagen, wenn sie das heute sehen würde, sie würden sich wahnsinnig freuen, sie würde stolz auf mich sein. Und nur nebenbei gesagt, meine Mutter hat 10 Kinder geboren in einer Zeit, die sehr schwierig und sehr düster war. Und deswegen sind meine Eltern meine Helden. Und dann möchte ich mich besonders bei meiner Frau Iris bedanken. Wir waren, ob ich im Inland ein Angebot hatte, Engagement, oder im Ausland. Sie war immer bei mir, sie hat mich immer unterstützt. Wir haben gebankt, wir haben gehofft, wir haben gezittert manchmal. Und ich denke, dass du gerade an meinem Erfolg nicht nur beteiligt bist, sondern dass das auch dein Erfolg ist, weil du hast mich immer unterstützt, und dafür vielen, vielen Dank.